So, ich beginne hier einmal einen kleinen Rundgang durch unsere Galerie. Und das, was hier jetzt an den Wänden hängt, ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Retrospektive, die wir planen, im kommenden Jahr im April zu zeigen. Der Anlass ist dann ganz simpel. Ich werde 70 Jahre alt und da ist es an der Zeit, einmal einen kleinen Überblick über die vergangenen Jahre, zu zeigen. Alle Bilder, die man hier sieht, habe ich, und das sage ich ganz bewusst, nach meiner Krebserkrankung gemalt. Also in der geschenkten Zeit. Und ich glaube, ich habe die Zeit gut genutzt. Ja, meine Vogelmenschen, das ist ein Thema, das hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht und macht es auch immer noch. Und die Ideen sind auch noch längst nicht aufgebraucht. Da wird also noch so einiges nachkommen. Ja, und hier einige Gedanken zu Weltschöpfungsideen, zu religiösen Themen, alles, was einen so bewegt. Bei der Arbeit an der Staffelei hat man ja Zeit, nachzudenken. Man arbeitet, man beschäftigt sich intensiv mit den Themen und man denkt trotzdem schon über das nächste Bild nach. Also es ist eine wunderbare Profession, die ich da ausübe. Ich bin damit sehr glücklich. Wenn man sich das Handwerkzeug so akribisch angeeignet hat, wie ich das nun mal gemacht habe, dann kann man im Prinzip jedes Thema bearbeiten. Was im Kopf drin ist, ist auch darstellbar. Manchmal vergeudet man Zeit in Bezug auf diese große Schröder-Plastikwand über 2 Jahre. Ich war davon ausgegangen, damit auch anderen Leuten einen Dienst zu erweisen, aber es interessiert am Ende niemand. Und man hat mich auch auf den Kosten sitzen lassen. Es war eine Episode, an die eigentlich jetzt nur noch diese Figur hier in der Galerie erinnert. Alles andere ist schon wieder Geschichte. Insektenkonzert, das war die Idee für ein Plattencover, für eine Gemeinschaftsarbeit. Und hier, wie gesagt, Gedanken zu religiösen Themen, zur Freimaurerei, das taucht bei mir auch immer auf. Alles Dinge, die einen sehr beschäftigen. Ja, manchmal reicht der Platz nicht aus. Hier stehen auch Bilder auf dem Fußboden der Galerie. Das ist eine kleine Galerie, die wir hier haben in Brunsbüttel. Ich hätte hier eine größere Räume für diese Retrospektive, aber das sieht nicht so sonderlich toll aus. Wir leben hier in der Peripherie in Norddeutschland, in einem ländlichen Bereich. Und da ist es etwas schwierig mit der Kunst. Und glücklicherweise gibt es ja das Internet. Hier ist ein Selbstporträt und im Hintergrund sieht man mal einen meiner Hausgeister, das ist Hieronymus Bosch. Und in dem Bild verbergen sich auch viele Zitate, die ich dann auf meine Weise weiter bearbeitet habe. Horst Janssen hat einmal gesagt, es wäre verlogen, wenn wir Künstler nicht zugeben würden, dass uns
bei der Arbeit an der Staffelei oder an der Radierplatte Legionen längst verstorbener Kollegen über die Schulter schauen. Und ich denke, damit hat er recht. Aber Zitate muss man dann eben auch benennen. Hier eben Hieronymus Bosch. Das Fibonacci-Thema, die Spiralen, die Geometrie, die daraus logisch erwächst, das beschäftigt mich auch immer wieder, das taucht auch in vielen meiner Bilder auf. So, und hier vorerst einmal abschließend meine Stelzkühe. Man muss sich ja auch ein klein wenig mit seinem Lebensraum auseinandersetzen. Und man fragt sich, wie sind die Kühe eigentlich ins Land gekommen? Und wie wäre es weitergegangen, wenn sie sich so entwickelt hätten, wie viele Vogelarten hier in unserer amphibischen Region? Wir kennen Störche, wir kennen Reiher. Viele Stelzvogelarten haben sich hier entwickelt. Notwendigerweise, wie gesagt, ein Land zwischen Ebbe und Flut, in dem wir hier leben. Und es wäre mit den Kühen wahrscheinlich ganz ähnlich so gegangen, wenn der Mensch da nicht eingegriffen hätte. Es war eben einfach zu unbequem, in dieser Höhe die Kühe zu melken. Und hier erstmal abschließend eine Arbeit, die ich im Dialog mit mexikanischen Musikern gemacht habe, Simican. Und das Thema Maya wird ja im kommenden Jahr in Wacken das bestimmende Grundthema für die Dekoration und für die Werbung sein. Da waren wir der Zeit ein klein wenig voraus. Schön, wenn sowas mal klappt. So, im April 2020 wird diese Ausstellung etwas komplexer hier bei uns in Brunsbüttel zu sehen sein. Ich hoffe, einige von euch dann zu sehen. Tschüss!